Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, es hat endlich begonnen, die erste Großschicht. Genau, wird aufgetragen. Juhu. Das heißt, wir fangen hier an und müssen uns nach hinten arbeiten. Haben gleichzeitig drei Le sechs Leute, die im Steinbruch arbeiten und neue Steine zu bringen. Und sechs Leute, die hier neue Blöcke platzieren. Ja, wie gesagt, das kann eine Weile dauern. Aber wenn wir ziemlich viele Leute da im Einsatz haben. Ja, wie sieht unser Steinbruch hier aus? Na, viel ist hier nicht mehr zu holen. Eine Schicht noch und das ein bisschen angefangen ist. So. Okay. So. Okay. Jetzt haben wir hier ein zu viel. Was ich halt machen kann, ist die beiden auf Null setzen. Dann sehe ich, wer jetzt gleich eideln wird, weil ich ihn nicht direkt zugewiesen habe. Weil die Aufträge, die Null haben, arbeiten ja nur die, die ich direkt zuweise. Also, wie es aussieht, gibt es keinen mehr, der automatisch arbeitet. Naja, unsere Aufschüttarbeit funktioniert. Oh, Brimstone. Jetzt noch ein bisschen hier. Werden wir auch noch ein bisschen brauchen.
Ja, unser 13. Brickthron wird auch wieder eine ganze Ewigkeit brauchen. Naja, sie füllen schön hier auf. Könnte ich eigentlich schon mal einen weiteren Flat Task gleich daneben setzen? So. Ja, 256. Gott, 256, das sind 16 mal 16. Ja, 16 mal 16 müssen es sein. Sechzehn mal 16. Und nein, ich habe jetzt im Kopf nachgerechnet, nicht mit dem Taschenrechner. Man merkt aber, unsere Steine werden weniger. Das heißt, das, was ich gerade habe, reicht, um den Block zu füllen. Ja gut, ein bisschen mehr als den Block, weil ich brauche noch 100, wie viel? 164. Ich habe nicht erkennen können, ob das eine 6 oder eine 5 ist. Bleibt nicht mehr gerade viel übrig. Ja, deswegen musste ich eigentlich einen hier rüber zum Quarry verschieben, damit der Quarry schneller liefert, als die verbrauchen. Und ja, es ist schön, wenn man dann absolut nichts mehr sieht von dem. Baumstämmen, die wir drunter versteckt haben.
Ja, aber Holz müssen wir dann auch aufpassen. Ist dann auch irgendwann Mangelware. Wobei wir hier noch jede Menge Holz und Steine und so haben, die wir abbauen können. Ja, irgendwann werde ich auch die Steinvorräte hier abbauen. Also wahrscheinlich, wenn wir den Berg hier vollständig abgebaut haben. Wenn ich mal die Steine hier, die so lose rumliegen, holen. Weil den Brimstone, der so los rumgelegen ist, den haben wir abgebaut. Das Einzige, was wir nicht abgebaut haben, ist das Eisenvorkommen am Start. Und halt die ganzen Steine, ne, die hier so rumliegen. Aha, jetzt bauen sie hier ab erstmal irgendwelche Löcher rein, anstatt dass sie die da als letzten noch holen. Außer das würde bereits von anderen reserviert, die Steine. Der hat gerade überlegen müssen, oder er hat die Erde bewundert. Eins von beidem. Also ja, brauchen wir Boulders. Find's lustig, dass die Bäume hier mit eingeschlossen werden, obwohl wir gar keinen Auftrag für Bäume gegeben haben. Oder ist mir das noch nie aufgefallen? Eigentlich will ich nur Boulders entfernen. So, der entfernt das Eisen gerade, das wir nicht wollen. Jetzt holt er sich Brimstone. Das Praktische, es sind noch zwei Brimstone, der Rest ist eigentlich alles verwertbare Erde. Ja, und hier haben wir, glaube ich, schon, ja, mehr als die Hälfte. Schaffe das gerade so, das mit den Steinen zu halten.
Oder auch nicht, wir sind jetzt bei 2000. Ja, löchriger Schweizer Käse. Deswegen will ich als nächstes ja hier den Bereich abbauen, dass wir als letztes das hier abbauen können. Wobei wir dafür auch zwei Steinbrüche brauchen werden. Ja, es gibt wieder mehr Steine. Wir könnten theoretisch auch schon mal anfangen, zwei in den Quarry zu stecken. Von meinen Quarry-Arbeitern. Dann können wir die hier oben weiter abbauen. Dadurch wird das Ganze zwar ein bisschen langsamer, weil die immer hier hochrennen müssen und erstmal die Decke, also die Deckschicht, abbauen müssen, was ziemlich lange dauert. Aber ich hoffe einfach mal, dass sich das dann trotzdem ausgeht. Ja, das hier wird noch Treppe werden. Ich habe ja aus Versehen oben ein Stück von der Treppe weggesprengt. Na, wie sieht's hier aus? Noch 82. Ja, die müssen wirklich erstmal die Deckschicht nachher nach und nach abtragen.
Ja, da kommt wieder eine gute Ladung Steine zu füllen. Und ja, das ständige hier hoch und runter hopsen, das bremst halt auch noch ein Stück weit aus. Das sind also Optimierungssachen. Das werde ich dann bei dem Berg hier definitiv anders machen. Und ja, hier liegt noch sehr viel Holz in dem Wald rum, was von oben runtergefallen ist.